Okay, Leute, da sind wir wieder zurück in Life is Strange. Ich weiß, wir hatten eine relativ lange Aufnahmepause. Das hatte mehrere Gründe. Jetzt sind wir aber wieder da. Eine wichtige Änderung, wir haben jetzt deutsche Untertitel. Ja, habe ich selber gerade eben erst gesehen, aber ist cool. Kann ich mit leben. Ich spiele sowas ja eigentlich immer gerne komplett in Englisch und lese dann ganz gerne mit. Aber euch zuliebe spielen wir natürlich mit den deutschen Untertiteln weiter. Ich bin gerade auch so ein bisschen miefig. Ich habe mich gerade gemerkt, eine Mass Effect Aufnahme aus Mass Effect 2, die ist auch fehlerhaft, ist natürlich mitten im Spiel. Ich habe Mass Effect 2 schon abgedreht. Ich habe noch nicht geguckt, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich den Spielstand von diesem Zeitpunkt gar nicht mehr habe. Sollte halt doch nicht so viel im Voraus aufnehmen, ohne das nebenbei dann auch gleich zu rendern. Ja, auf jeden Fall, ich werde dann wohl nochmal an die Stelle hinspielen dürfen. Das wird ein Weilchen dauern. Ich hoffe, dass ich das schaffe, bevor wir die Stelle erreicht haben mit den veröffentlichten Folgen. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich das hier raushaue. Eigentlich wollte ich es jetzt immer so machen, dass ich Spiele nach Möglichkeit, also entweder schon weit im Voraus gespielt habe, dass ich ganz viele Folgen Puffer habe, dass ich da in Ruhe weiterspielen kann, oder im Zweifelsfall die auch schon abgedreht habe. Ich weiß noch nicht, wie es bei Life of Strange macht. Ich weiß auch nicht genau. Ich weiß auch noch nicht genau, wann ich das hier raushaue. Ich habe so eine ungefähre Idee, aber naja gut. Wenn ihr das hier seht, dann hat sie angefangen. Geht mal davon aus, dass das Spiel inzwischen abgedreht ist. Oder dass ich zumindest schon sehr, sehr weit darin bin. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie war nochmal die... Ich weiß nur noch relativ wenig. Ich weiß noch, das ist Chloe. Und sie heißt anders. Scheiße. Aber er hat noch so ein Journal oder irgendwas, ne? Wir hatten ein Journal, genau. Wir können ja mal kurz... Max, das ist Max. Genau, Max heißt die Gute. Max. Nein, ich werde das hier jetzt nicht alles durchwühlen. Wir haben bei Warren wohl einen neuen Eintrag. Aha. Und natürlich Chloe, das ist Chloe hier, da. Könnt ihr lesen, Text für Chloe. Hui, hui. Angeblich haben wir ja noch einen neuen Eintrag. Irgendwo, ich weiß nur nicht wo, ich sehe es gerade nicht. Haben wir noch eine zweite Seite? Wir haben keine zweite Seite. Weil der neue Eintrag ja auch hier ist. Ja, für die von euch, die es interessiert, das ist eine sehr geile Zeichnung hier. Also die gefällt mir richtig gut. Nein, nicht vorherige, nächste. Ja gut. Jefferson Kate. Ich versuche mir gerade den Namen noch ein bisschen einzuprägen und dann musste ich mich nochmal dran machen, herauszufinden. Wir haben nochmal die Steuerung. Wir konnten die Zeit zurückdrehen, das weiß ich noch. Ja, inhaliere. Ja, gut. So viel dazu. Okay, wir sind in Chloes Zimmer. Wir sind dem durchgeknallten Typen da entkommen. Ich habe jetzt schon mal vergessen, wie er hieß. Moment. Nathan, ne? War das Nathan? Das war Nathan, ne? Aber er würde mich erschießen, das war Nathan. Ja. Gut, Chloes Zimmer. Dann sehen wir uns nochmal in Chloes Zimmer um und ich versuche so ein bisschen wieder in die Story zu kommen und dafür zu sorgen, dass sich meine Stimme nicht ständig so überschlägt. Das irritiert mich nämlich auch selber. Okay, wir sollen Musik auflegen. Ansehen. Mach. Ah, Moment. Ansehen. Jetzt habe ich es wieder. Oregon Coast. This postcard is from Rachel Amber. What? Das war doch die, die verschwunden ist, ne? Oder ermordet wurde? Wie war das? Hatte man die, die Leiche gefunden oder war sie einfach verschwunden? Ich glaube, sie war einfach verschwunden, ne? Wir können doch jetzt hier nicht ihre Schubladen durchwühlen, oder? Man, I remember this furniture. We spent all day painting it blue. Chloe loved that blue. Ja, es verblasst aber an der einen oder anderen Stelle schon, ne? Also blättert ab, die Farbe. We had such a blast drawing these together. She's killer with Chloe and Max. Oh, Superheldinnen. Freedom Eagle. Black Hole Danger. Cosmic Snail. Whee! And Super Kitty! Ja, geil!
vom 28.07.2007. Power Girls, Max, Chloe und die Superkatze, Freiheitsadler. Ach, ist das geil. Oh, ich glaube, wenn wir ihre Kiste oder ihre Tasche durchwühlen, dann wird sie, obwohl die chillt gerade ganz schön out. Old Cardboard Boxes. Was ist denn da drin in den Old Cardboard Boxes? Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Nee, haben wir nicht. Alles gut. Jetzt wissen wir ja, was da drin ist. Eine Glaskugel. Ich will die Tasche. Ich kann die Tasche untersuchen. This looks like a laundry bag. Seine Superkräfte auf diese Art und Weise zu missbrauchen, ist schon fies, oder? And it reeks like dirty laundry. Gross. Wirk. Ich hoffe, die Untertitel sind um einiges besser als in Yu-Gi-Oh! Also die deutsche Übersetzung. Oh, this is a flashback to Youth. Our super secret closet lair. Ah, ja. Im Wandschrank hocken. Das habe ich früher auch gemacht. Ich hatte mir sogar eine Glühbirne da reingehangen. Nicht eine Glühbirne, eine Taschenlampe, die ich als Glühbirne benutzt habe. Das war schon cool. Das waren noch Zeiten, ey. Chloe's dad built this dresser. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Wir sind ja immer noch in Episode 1 von 5. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Der Anfang ist recht langsam, recht gemütlich. Es soll aber später noch richtig krass werden. Mehr weiß ich allerdings nicht. Ich habe Spoiler explizit vermieden. Nothing but junk in this suitcase. Müll? Was? Da stehen Alkoholflaschen drin. Müll. Max. Es sieht aus wie bei mir. Was? Jetzt guck doch mal da. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. How to repair. Wow, 3000. Krass. Chloe Price, Arcadia Bay. $3,006. Das ist heftig. Aber wir sind nicht nah genug an den Postern dran anscheinend. Doch jetzt. I'm not into them. Too pretentious. So what now? Was haben wir hier? There's the power strip. Da hängt wahrscheinlich der Fernseher dran, oder? Hey, that TV used to be in the living room. Ja, jetzt steht er hier. I wonder what Chloe keeps in here. Spontan würde ich sagen Bilder, aber das ist jetzt nur eine grobe Vermutung. Look at that. Chloe and her dad were so close. Oh, und jetzt hat's den Steppführer. Oh, guck mal, wie niedlich die war. Oh. Gut, wir machen mal die Steckerleiste an, wenn wir schon mal hier sind. Energie! Ja, geil. So, jetzt können wir auch Musik anmachen, wenn wir das wollen, mit der HiFi-Anlage. Aber so weit bin ich noch gar nicht. Hier ist noch so viel zu erforschen. Der Laptop zum Beispiel. Too bad I can't stream any music from Chloe's laptop. But I love how funky and outdated it is. She even covered it in punk stickers because Chloe doesn't give a shit. She looks super happy. Das ist richtig. She looks super sad. Na, super traurig. Ich weiß ja nicht, aber na gut. She looks super stoned. Überall Bilder hier von ihr. Is this a desk or a storage space? Ach Max, jetzt halte ich mal zurück. I think it's junk. Wühl lieber ihre Sachen. Ja, wir brauchen ja noch eine CD, oder? Oder hören wir einfach Radio? Radio kann auch nett sein. Oder wir hauen einfach aus dem Fenster ab. So it was Chloe who printed all those flyers. Muss sie ja richtig gut mit Rachel befreundet gewesen sein. Verschwunden aus Arcadia Bay. Vermisst seit Montag, den 22. April 2013. Alter 19 Jahre, Größe 165 cm, Gewicht 50 kg, Haare blond.
Augen haselnussbraun. Tattoo eines Drachen auf der Wade und eines Sterns auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Amber, 19 Jahre. Wenden Sie sich mit Informationen bitte an den Sheriff von Arcadia Bay, 555 388-6020. Ich denke, da werden wir Chloe gleich erstmal drauf ansprechen. Komme ich ans Fenster ran? Ich bin jetzt. We used to dare each other to climb down, but never did. Ob noch der Moment kommt, wo wir da wirklich runterklettern müssen? Chloe's trash overfloweth. Ja, also der Mülleimer eigentlich nicht. Der ist recht übersichtlich. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. Parking Tickets. Ich habe noch nie ein Parking Ticket gekriegt. Ich bin einmal geblitzt worden, weil ich zu schnell war. Aber sonst. Schriftliche Warnung der Polizei Oregons. Strafzettel Arcadia Bay. Verstoß gegen die Parkordnung. Strafzettel für ordnungswidriges Parken. Aber das haben wir auf dem Parkplatz auch schon gesehen. Da stand sie mit ihrem Auto ja auch relativ. Ja, so wie sie gerade lustig war. Okay, Chloe. A metal box under the bed equals secret. Und dann gucken wir mal nach. Was soll schon passieren? Da ist eine CD drin, dann können wir ja gleich Musik machen. Das ist ein Foto von Rachel. Okay. Oh, und kommt Chloe. Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Oh Mann. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. Jeffers. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Die Chloe hat's schon nicht leicht gehabt, wa? Oh, Mann. Hard to believe Chloe was my BFF just 5 years ago. Let's hear that CD. Ja, vorher will ich noch mal in die Kiste gucken. Okay, Chloe, a metal box under the bed equals secret. Ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Ja, wir haben alles. Gut, dann kommen wir jetzt hier zur HiFi-Anlage. Now, let's see what kind of music Chloe is into these days. Oh, ich hab so einen schwachen Verdacht, was da jetzt kommen könnte. Ja. Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Aber passt irgendwie auch. Erstmal ein Qualm, genau. Anyway, nicht in mein Gesicht, bitte. To fix your camera in the garage. Chloe. Are you okay? Sure, I'm awesome.
I just want to blaze and be alone for a moment. Na, ob das gut geht. Da passiert doch bestimmt irgendwas. Sehr patriotisch auch hier mit dem Vorhang. Garage. Also wir sollen jetzt einfach... I shouldn't bug Chloe now. Plus, I need those tools. Braucht Max eigentlich eine Brille? Weil da hinten die Sachen, die sind ja schon relativ verschwommen. Gerade wenn ich mir Chloe angucke. Die Musik ist ja toll. Ich habe nur immer Angst, dass ich Probleme kriege wegen GEMA. Was ist Zeug? Wow, dark. I cannot see anything. Ah, besser. So, Zeug. This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. Die Chloe, die du vor 5 Jahren kanntest zumindest. Wer weiß, was die Chloe von heute dazu sagt. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Of me. Haarfärbemittel. Tja, ja, die beiden sind schon so ein ungleiches Duo, ne? I wonder if Chloe is taking those pills. I hope she's okay. Fluoxetin-Tabletten, rezeptpflichtig, 100 Tabletten. Autsch. So, Duschszene? Ja, hier eure Duschszene. Mit weiblicher Beteiligung. So, genug Fanservice. Die Waage lassen wir mal in Ruhe. Die Waage ist der Feind jeder Frau. You can't go home again, said Thomas. Und der meisten Männer. But here I am. Man kann immer wieder nach Hause, oder? Na gut, nicht immer. This must be Chloe's parents' room. Man, I am nosy today. Du hast ja auch eine neue Superkraft. Da ist gerade ein Vogel. Da ist ein Vogel. Oh shit. Poor thing. I bet I could do something to save it. Wir können es versuchen. Ah, muss ja auch weit zurückdrehen. So, wir geben uns ein bisschen mehr Zeit. So, und jetzt mach das Fenster auf. Ob das eine gute Idee ist. Es tut mir leid um den Vogel, aber ich drüber nachdenke. Sorry, kleiner Vogel. Ich glaube, wenn wir den Vogel hier reinlassen. Also wir haben gehört, was sie für einen Stiefvater hat. Und wenn wir das Fenster aufmachen, damit der Vogel rein kann, dann weiß der Stiefvater, dass wir hier im Zimmer waren. Es tut mir ja leid um den Vogel. Da ist er. Sorry, Vogel, aber... Act, react or die. A 21st century survival guide. Ich glaube, wir handeln uns damit Apocalypse Self-Help. Mehr Ärger ein, als gut ist. Der arme Dog Vogel. Tags. Sweet. David Madsen. David Madsen. Madsen. Baptist. Woher kenne ich den Namen? Madsen. Ist das, oder ist es Chloe Madsen? Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Ist ihre Mutter tot? Nee. Falsch gedacht, wir sind ja nicht in Chloes Zimmer. Sorry. Ihr Vater Joyce ist tot. Joyce works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. Uh-oh. Oder hat sie zumindest verlassen?